So, willkommen zurück bei Anno 2205. Meine Damen und Herren, ihr seht, der Geldbeutel ist ein bisschen schmaler. Ich habe mal neue Anteile gekauft. Von Ibarra Fox kam, die aktuell minus 300 machen. Das ist noch okay. Jetzt gehen wir mal auf Usoje. Die machen einfach mal minus 800, was? Also ich habe auf jeden Fall Ausgaben für Firmenanteile 4700. Deswegen ist die Bilanz auch nicht ganz so gut. Was ich aber nicht verstehe. Wo kommen denn die 4700 her? Also weil die machen effektiv minus 360. Die minus 800 macht so knapp 1,1. Ich weiß nicht, warum wir trotzdem ein Minus von 4600 jetzt nur noch haben. Das verstehe ich nicht. Nee, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Was eigentlich? Anteilsbonus? Übernahmebonus? Aha. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe es einfach nicht, warum ich jetzt noch mehr Geld ausgebe. Als das, was eigentlich an Aktien da ist. Gut. Ihr seht, ich habe, also was heißt, ihr seht es noch nicht. Ich habe optimiert. Allein schon die Zahl 80 Augen oder Neuroimplantate, die jetzt hin und her geschifft werden. Ja, die reichen jetzt gerade wieder so. 71.000, wir haben mittlerweile Firmenstufe 27. Ist ja immer abhängig davon, wie viel Einwohner wir haben. Ich weiß nicht, wie wir die letzte Folge beendet haben. Da waren wir wahrscheinlich bei 22, 23 oder so. Wir sind mittlerweile auch mit Abstand die größte Firma. Ja, ich habe jetzt tatsächlich in unserer Hauptstadt alles abgegradet, was nur ging. Neue Gebäude gebaut habe ich nicht, aber... Würde mich verarschen, ich kann immer noch upgraden. Och, warum denn? Ich habe doch alles geupgradet. Okay, dann sind es Einzelhäuser. Weil ich habe hier ein bisschen was verschoben. Dann sind es tatsächlich Einzelhäuser, die wir noch upgraden können. Naja, gut. Das nehme ich mal so hin. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Okay, also drei können wir noch upgraden. Danke für alles, was... So, jetzt durften auch die restlichen alle weg sein. Und sind wir irgendwo im Minus? Nee, wir sind überall im Plus. Das war auch eine schöne Aktion. Also ich habe mittlerweile, ihr seht hier, einen Mörderumweg, den ich noch machen musste. Nicht wegen dem, sondern wegen den drei Sachen hier. Ich habe keine freien Stellen mehr am Wasser. Ihr seht, ich habe hier überall gebaut. Also hier ist jetzt alles voll am Wasser. Auf der Insel ist sowieso nichts mehr frei. Oder ist hier hinten noch eins? Nee. Wenn, dann müsste ich mir tatsächlich eine neue Insel kaufen. Und die kostet... Also in der Antarktis kosten sie 267.000. Hier 243. Ja, gut. Könnte ich mir gerade so leisten. Gut. Deswegen also... Wir müssen aufpassen, dass wir erstmal nicht allzu viel upgraden. So, 14.000 machen wir aber plus. Eigentlich 18.000. Naja. Ich habe sämtliche Sachen optimiert, also dass alles wieder im Plus ist. Ja, ihr seht, nirgendwo ist ein Minus. Die einzige Sache, die noch im Minus ist, und da müssen wir jetzt leider mal, was heißt leider, wir müssen mal zum Mond wieder, da müssen wir aber sowieso hin, ist, wir haben die Dinger hier. Da ist plus 1, aber minus 5 auf dem Mond. Und seltene Erden haben wir sogar auch 1 zu wenig. Okay, dann machen wir hier mal eine 4 draus. Transferroute wird überarbeitet. Ja, ja, alles gut. Der Rest sollte eigentlich im Gleichgewicht sein. 2, passt. Okay, da fehlt ein Essen, aber das können wir genau ausgleichen. Transferoptionen werden aktualisiert. Und dann passt alles. Wie gesagt, auf dem Mond müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Das hatte ich jetzt noch nicht weitergemacht. In der Arktia-Schollen haben wir auch alles... Oder was heißt alles? Wir haben sämtliche Wohnhäuser erstmal geupgradet. Denn die bringen tatsächlich gar nicht so wenig Geld, wenn man die upgradet. Also so jetzt aktuell bei dem Stand, ich transportiere übrigens auch schon Replikatoren dahin. Da ist eigentlich noch ein Zwischenschritt davor gefordert, nämlich die Quantencomputer. Die kann ich allerdings gerade nicht bauen, weil ich dazu tatsächlich eine neue Insel brauche. Kann ich euch auch kurz zeigen.
dann haben wir alles schon mal gezeigt und können dann entspannt auf den Mond gehen. Ja, hier ist jetzt das Problem. Dadurch, dass ich so viele Augen produzieren muss. Gut, wir haben jetzt gerade plus 12, also ich könnte theoretisch eine wieder abreißen. Dann sollte es mit den Molybdenen eigentlich wieder hinkommen. Aber das ist mein Hauptproblem, die Molybdene. Ich habe jetzt hier nochmal eine weitere Mine gebaut mit Molybdenen, komplett ausgebaut. Da Molybdene komplett, da hinten Molybdene komplett. Jetzt ist das Problem, ich habe jetzt schon zu wenig. Und für die Supercomputer... Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Für den Gefrier... Naja, für die Qubit-Prozessoren brauche ich auch Molybdene. Mal davon abgesehen, dass ich hier auch Diamanten brauche, aber die kann ich relativ schnell auf der Erde herstellen. Also, ganz wunderbar. Also nicht auf der Erde, sondern da bei uns im gemäßigten Sektor. Ich brauche trotzdem eine neue Mine und ich habe leider keinen freien Platz mehr für Minen. Deswegen müssen wir zwangsläufig... Ruhig. Ursache? Fehlende Waren. Ja, kommen wir noch gleich dazu. Hier musste ich übrigens auch super improvisieren, weil ich einfach keinen Platz mehr hatte. Also, naja, okay, es sieht halt schwer wild aus. Ich musste hier auch ein Gebäude nochmal umziehen lassen. Ja. Wurst. Hauptsache, das Ding steht. Und ich glaube, genau, wir haben es auch komplett ausgebaut jetzt. Ja. Erweitert auf Wissenschaftler aber auch. Also die machen 262. So ein normales Haus macht 60. Haben wir noch ein normales Haus irgendwo, wo ich es euch zeigen kann? Deswegen habe ich jetzt hier auch sämtliche Wissenschaftler abgegradet. Da. Also 200 plus, also jetzt schon. Und da fehlen noch zwei Sachen. Für jeden weiteren Wissenschaftler. So, 2400. Die... Wie viel passen da jetzt eigentlich rein? Ich bin mitten in einem Test. 38. Ja, die restlichen werden wir demnächst mal machen müssen. So, dementsprechend Quantencomputer. Leider nein. Brauchen wir erstmal Knete. Ach, apropos Knete. Wir werden nochmal kurz handeln. Rein und chill eine Runde. Ja, ja, alles gut. Wir haben hier komplett voll, deswegen... Guter Preis. Gekauft. Verkaufen wir mal eine Runde. Und ihr seht, jetzt haben wir wieder 700.000 am Start. Das Krasse ist, auf der Erde können wir jetzt auch Diamanten verkaufen. Und wenn du 100 Diamanten verkaufst, können wir auch nochmal kurz machen, da kriege ich exorbitant viel Geld dafür. Deswegen hatte ich auch kein Problem damit, mir die Aktienanteile da zu kaufen. Also das mit dem Handeln so intern sollte ich auf jeden Fall immer beibehalten. Nee, hier nicht. Hey, schön dich zu sehen, mein Freund. Okay, es waren keine Diamanten, es waren, wie heißen die Dinger? Multispektprismen. Und ihr seht, 200.000. Also jetzt nur für die 60. Kriegen wir schon 200.000. Einen solchen Deal würde ich niemals ablehnen. So, wieso mache ich kein Silizium eigentlich? Bin ich da bei 0? Ja. Gut, dann müssen wir einmal Silizium herstellen noch. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Diamanten machen wir auch plus. Das ist gut für die Quantencomputer. Wobei meine Diamantenmine, glaube ich, auch... Nee, hat sogar noch einen Platz frei. Gut, dann haben wir wieder eine Million auf dem Konto. 14.000 Bilanz plus. Dann bedeutet das, wir müssen... Ich muss Diamanten aus ihrem Raum hoffen? Brauche ich denn schon Diamanten hier auf dem Mond? Nö. Okay, seltene Erden. Here we go. Machen wir plus und jetzt müssen wir noch ein paar Hände herstellen. Maximum, ne? Genau. Müssen wir nochmal so eine Handfabrik herstellen. Aber die können wir ganz entspannt hier hinten reinknallen. Minus 3, 2, 1, 0. Immer noch minus 1. Warum? Ach, weil keine Energie da ist. Und die ist ausgebaut, ne? Jo. Das Titan ist unwichtig. Gut, dann müssen wir leider nochmal eine neue Energiebilanz machen hier. Solareinrichtung, nicht Energiebilanz. Logistiknetzwerk überlastet. Warnung. Energienetz überladen. Ja, alles gut.
Check, check, check. So, und jetzt stellen wir auch genug. Ja, na komm, wir machen einfach mal provisorisch mal zwei weitere. Jetzt fehlt es uns an Arbeitern, dazu kommen wir aber gleich. Titan stellen wir auch zu wenig her. Echt? Ach, weil Arbeiter fehlen, deswegen. Gut, dann graden wir ab. Also, die machen 135, die machen 45. Die Sprünge sind noch nicht ganz so groß. So, jetzt dürfte das hier sich langsam einpendeln auf ein Plusverhältnis. Warnung. Anlagen benötigen zusätzliche Arbeitskräfte. Easy, so. Plus. Also, null. Essen. Wo ist denn Essen? Meine Damen und Herren. Da hinten, glaube ich, ne? Ja. Alter, was? Okay, ich brauche dafür 30 Arbeiter, die ich aktuell nicht besitze. Dann bauen wir uns nochmal neue Wohnungen. Machen wir mal anders. So, hast du noch eine hinten? Nee. So, neue Wohnung. Jetzt wird es bestimmt, okay, am Sauerstoff ein bisschen mangeln. Aber das ist gar kein Problem. Haben wir. Essen müssen wir noch einmal herstellen. Quatsch, da waren wir schon richtig. Keine Ahnung, wie rum das richtig ist. Machen wir es so rum. Essen check, jetzt fehlt es uns hieran. Gut, haben wir auch. Dann kurz gucken. Also. Sehr gut. Sehr gut. Das verkaufen wir noch, seltene Erden. Das ist übrigens auch richtiger Quark. Das muss ich mal kurz einstellen. Gut. Ich werde die Route aus dem Register löschen. Das passt. Das passt leider nicht. Aber wir haben noch einen übrig. Transferroute wird überarbeitet. So, Mond. Seltene Erden plus 15. Wie sieht's denn auf dem Weltmarkt aus mit seltenen Erden? Was gibt's? 153. Titan 159? Allerdings die Titanplatten 131. Hat die Hände 607. Titan 159. Wie viel produziere ich denn davon? Zero. Was kostet es, die Titanfabrik voll aufzubauen? Okay. Ist eine Milchmädchenrechnung, aber naja. So, Titan. 20 da, noch da. Für 3000. Genehmigt. Die Route ist offiziell eröffnet. Neue so. Transferroute aktiv. Genau. Passt. Das haben wir. Wartungsstation. Haben wir die schon gebaut? Da geht's mir gut. Haben wir. Die nächsten Komponenten wären Schwerkraftkompensatoren. Die ich noch nicht bauen kann, weil ich... Alter, 1000 Offiziere brauche. Und die Beförderung kostet mich 5000. Ein Haus zu bauen kostet mich 7500. Alter, das wird aber auch nicht gerade wenig. Der Weg zum Erfolg ist hier. Okay, jetzt brauchen wir wieder so ein Reparaturding. Da müssen wir nochmal ganz kurz das hier machen. 100 Energie, Alter. Okay, es mangelt eher an
an Energie. Muss er hier nochmal so ein Ding setzen. Die machen halt auch so wenig Geld, die Dinger, ne? Das ist halt ein Problem. So, ich muss jetzt einfach maximale Ausbauverhältnisse hier schaffen. Das ist die letzte Grenze. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz die Routen. Nehmen wir nochmal die Routen. So, Verjüngungskuren sind zu wenig, aber da können wir auch hier gleich mal ein paar mehr hinpacken. Parameter werden erneuert. Und IntelliWare passt noch. Da hätten wir sogar auch noch mal einen übrig. Aber können wir erstmal so lassen. IntelliWare können wir, glaube ich, auch problemlos nachjustieren. Transferoptionen werden aktualisiert. So, das wird verkauft. Seltene Erden passt. Und das passt auch. Okay. Gut, so, nächstes Ziel. Wir brauchen immer noch mehr Offiziere. Ich lebe meinen Traum. Für die Schwerkraft-Dings, ne? Ah, da brauchen sie auch 1000. Alter. Hier ist nichts zu berichten. Eine autarke Mondgemeinschaft. Anfangs waren es nur kleine Schritte. Aber jetzt sind sie gut aufgestellt und ihre Kolonie hat Wurzeln geschlagen. Sie sind bereit, zum Kern des Mondlizenzierungsprogramms vorzustoßen. Der Gewinnung von Fusionsenergie. Noch ist alles nur Theorie, aber ich glaube an sie. Ah, wenn du an mich glaubst, bin ich ja zufrieden. Ich glaube irgendwie nicht an mich. Okay, also wir brauchen jetzt das Fusionskraftwerk. Alter, Baukosten 720.000, Unterhalt 7.500. 2000. 3500. Alter. Dieses Mondprojekt ist einfach so exorbitant teuer. 72.000 Fusionsanlagen. So, wo ist denn hier dieses Handelsplattförmchen? Ich hoffe, Sie haben gute Neuigkeiten. Das bringt auch alles gar kein. Oh, 453.000. Hm. Solange der Vorrat reicht. Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Danach habe ich lange gesucht. Danke. So, 990.000. Ja, also Helium 3 wird wahrscheinlich aus der Wand gewonnen. Jawohl. Wir bauen es einfach. Packen uns hier noch so ein kleines Helium Ding drauf. 3, der Treibstoff der Zukunft. Bislang ist dieses Potenzial noch nicht angezapft worden. Aber das wird sich ändern. So, dann bauen wir hier Helium 3 plus Deuterium. Wir bauen es einfach schon mal. Okay, wir haben keine Logistik. Knallen wir uns hier einmal Logistik hin. Funktioniert und das genügt. Oh, und wir haben schon wieder kaum noch Energie. Kann ich noch einmal setzen? Geben Sie niemals auf. Manchmal ist ein neuer Tag. Ja, ja, manchmal gehen die Dinger echt billig weg. Also ich habe auch schon eine Versteigerung gesehen, da ist das für 600.000 weggegangen. Ja, jetzt haben wir keine Titanplatten mehr. Aber ich muss ja sowieso Deuterium hier hochschleppen. Hab ich Deuterium übrig? Das beschert uns endlich Seelenfrieden. 1, 3, okay. Gut, können wir auch direkt eine neue Route machen mit Deuterium.
machen wir einfach mal 5. Ja, 5 ist ein bisschen übertrieben. Machen wir 2. Machen wir einfach mal. Die ersten Deuterium-Lieferungen sind gerade in den Mondorbit eingetreten. Transferroute nimmt Betrieb auf. So, Titanplatten, jetzt haben wir auch schon genug für die Fusionsdings, Kernproduktion, Gedöns. So, meistens hier hinten war noch irgendwas. Heute nicht. Okay, dann also Fusionsanlage. Das sieht alles vielversprechend aus. Ich muss zugeben, dass ich gerade ein wenig nervös bin. Build a Fusion Reactor. Shit, Alter. Alter, naja, gut. Bauen wir das Ding. Wenn es uns aufgetragen wird, wa? Noch, keine Ahnung, 4 oder so. 1, 2, 3. Passt das? Passt perfekt. Gut, 90 Titanplatten. Alter, wir machen jetzt sogar Firmenanteile plus 3600. Wir geben so viel Asche gerade aus. 4500, Alter. Er ist halt übelst unnütz, der Fusionsreaktor hier oben. 2000 für Energie. 2000 für Energie. Ich möchte behaupten, ich habe irgendwo noch ein Energieding zu stehen. Ne? Seltene Erden. Helium. Das hier. Mine. Im Namen von Cassian möchte ich Ihnen... Nee. Oh, diese Technologie ist unglaublich. Großartig. So, beladen Sie Sauerstoff in Ihrem Raumhafen. Haben wir, oder? Volle Kraft voraus. Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit Sauerstoff in Ihrem Raumhafen. Ach Gott, ich muss wirklich auf die Mitte klicken. Reicht nicht, wenn ich darauf klicke. Unschönes Geräusch. Oh, ich weiß nicht, warum ich diesen Fusionsreaktor bauen soll. Also für was? Also außer, dass es mich einfach nur Geld kostet, bringt mir das überhaupt nichts. So, wir erweitern hier gleich nochmal ein paar Häuser. Neue Baupläne verfügbar. Neue Baupläne verfügbar. Echt, was denn? Ein Anti-Gravity-Kraftwerk. Im Gange. Wo ist sie denn da? So, dann machen wir noch ein bisschen Knete. Wir machen. Produzieren wir eigentlich Sauerstoff? Ja, aber minimal. So, da geht's auch nochmal nach oben. Was ist denn der geldliche Unterschied? Oh, Sie führen eine Inspektion vor Ort. Oh, 90 ist aber auch jetzt nicht so der Bringer. Die denken wirklich unkonventionell. Das mag ich. 90 ist jetzt auch nicht der Burner. So, jetzt haben wir mal hier neue Bauoptionen verfügbar. Neue Baupläne verfügbar. Baupläne, okay. Produziert Schwerkraftkompensatoren, die brauchen wir. Ich lebe meinen Traum. Achso, wir brauchen noch Titanplatten.
Nichtsdestotrotz können wir nochmal gucken, ob die Routen gerade passen. Jo. Nope. Aber wie gesagt, Intelliware können wir immer wieder herstellen. Transferroute wird überarbeitet. Deuterium-Pass, das ist Bonus, das ist unwichtig und das passt auch. Okay. Naja, gut, danke. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ich weiß. Titanplatten. So, sammeln wir erstmal noch ein paar ein. Ich bin ja wirklich eher dafür, die anderen Dinger erstmal zu bauen. Bevor ich mich hier an den Fusionsreaktor mache. Kostet mich der? 4000! Oh. Warum ist denn das alles so teuer hier auf dem Mond? Es macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Alter, das ist auch so riesengroß. Alter. Oh, dieser Mond macht mich einfach nur pleite. Plus 3, wie viel brauchen wir denn? Ach, Kinders, warum denn? Hey, was ist los? So. Vor allem, ich habe finanziell fast gar keinen Vorteil mehr davon. 3000 Offiziere. Boah, ich muss tatsächlich unbedingt mehr Wohnhäuser bauen. Oh Gott, es ist unfassbar teuer, dieser Mond. Nein, ich habe nichts gegen Besucher. So, ist das hier bald mal fertig? Also 110 machen wir jetzt mehr. Also prinzipiell mangelt es eigentlich nur an Titan. Das ist mal gute Gesellschaft. Okay, jetzt haben wir maximal ausgebaut. Sauerstoff. Okay, müssten wir einmal nochmal produzieren. Ist auch super ungünstig hier gebaut. Ja gut, Sauerstoff ist immer schnell produziert. So, jetzt brauche ich wieder Nahrung. Alter, 40 Titanplatten, 60 Energie. Ich muss tatsächlich diesen Fusionsreaktor bauen, damit ich die Energiekrise überwinde. Aber dann bin ich halt wieder super im Minus. Alter, Firmenanteile 6000 plus. Boah, Alter, ist das alles teuer. Es ist so unfassbar teuer, das ganze Projekt hier jedes Mal. Wahnsinn. Einfach nur der Oberwahnsinn. So, was brauche ich jetzt für den Ding? 90 Titanplatten. Also mal davon abgesehen, ich könnte sie mir jetzt einfach kaufen. Fusionsenergiezellen. Ermöglicht Energietransferrouten. Raumhafenerweiterung wird ausgeführt. Energiezellen sind super. Hoffentlich ist ihnen niemand gefolgt. So. Oh gut, okay. Ja, die verbrauchen wir jetzt gerade für das Upgrade.
Ihr seht da Titanplatten, Alter, für 135.000. Ich habe nicht beschlossen, Kopf des Widerstands zu werden. Meine Vorgesetzte hat einen Auftrag für Sie. Ich habe ihr versichert, dass Sie sehr diskret vorgehen. Ja, Magnetit brauchen wir nicht. Wir können übrigens mal unseren Einfluss ein bisschen ausbauen. Denn wir sind einfach am Ende. Also, mehr als 99 geht nicht. Kann man überall einen anwerben. Dann sind die Erfolgsraten später ein bisschen besser. So, plus 3000, plus 5000, macht 5000 irgendwas. Wir machen 6000, ich habe keine Ahnung. Raumhafen-Upgrade abgeschlossen. Jo, dann upgraden. Transmissionsraumhafen. Sehr schön, Maximum. Okay, ich mache nirgendwo Energie plus. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, Energie zu transferieren. Ach, dafür sind die Raumhäfen noch zu niedrig. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal kurz nach Hause. So, wir machen erstmal Feierabend für heute. Nächste Folge machen wir hier Schritt 7 von 7, das zweite Projekt quasi zum Abschluss bringen. Und dann... Oh, ich muss irgendwie Geld machen schon wieder, das ist unfassbar. Keine Ahnung, wie ich jetzt wieder Geld machen soll. Den upgraden können wir nicht. Es gibt keine grundlegenden Probleme, wenn Sie das meinen sollten. Oh, ihr braucht Schwerkraftkompensatoren? Hm. Alter, 14! Boah. Leckt mir doch die Füße. 14 Dinger. Alter, das wird so teuer. Schwerkraftkompensatoren auf der Erde, warum denn? Das mit den bionischen Körperteilen und Helium und seltene Erden, alles gut. Aber warum denn Schwerkraft? Es ist doch Schwerkraft. Oh. Willkommen. Huch. Sie möchten... Nein, will ich nicht. Ja, gut, nächste Folge geht's weiter. Oh Gott. Ungewöhnlich lange Spielzeit registriert. Pause empfohlen. Pause empfohlen. Ja, gut. Ich mache jetzt Feierabend für heute und dann nächste Folge geht's weiter. Wie auch immer das aussieht dann. Ne? Bis dahin, haut rein, ciao, tschüss.